Mein Name ist Frank Leimann, ich bin Professor für Informatik an der Uni Stuttgart und begrüße die nun zur Session, wo wir über Anwendungen von Quantencomputing reden. Den ersten Vortrag halte ich selber, wenn wir dann bitte die Folien scheren würden. Tja. Kann jemand vom. Da haben wir sie. Wunderbar. So, mein Thema ist ein allgemeines Thema, so eine Art Einführung. Ich mache ja ein Projekt, das heißt Planck, vom BMWi gefördert. Da machen wir Anwendungen. Ich arbeite auch viel mit Industriepartnern zusammen, wo wir wirklich Anwendungen mit heutigen Quantencomputern schon machen, auf verschiedenen Rechnern. Und da ist die erste Erkenntnis, dass Quantenanwendungen alle Hybride sind. Und ich möchte Ihnen das einfach darstellen, was das bedeutet und motivieren, was man damit machen kann. Wenn Sie sich mit Quantencomputing erstmal befassen, sehen Sie zunächst einmal Quantenalgorithmen. Das sind irgendwelche unitären Transformationen, die hier vorne im Bild zu sehen sind. Und naja gut, das lesen Sie einfach. Sie lesen Paper. Hier ist gezeigt das bekannte Paper vom HAL-Algorithmus. Und dann blättern Sie durchs Paper durch und sehen dann jede Menge Mathematik, die den Algorithmus eigentlich abstrakt beschreiben. Und dann wird er umgesetzt in so einen Quantenschaltkreis. Und dann, wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie schon unheimlich froh und sagen: Boah, jetzt habe ich einen Quantenschaltkreis, der kann Lineargleichungssysteme lösen. Wenn man ins Paper aber ganz genau reinguckt, bei dieser unitären Transformation, dem Schaltkreis, den wir gerade gesehen haben, dann steht dann plötzlich so ein unschuldiger Satz drin: Und wir brauchen eine effiziente Prozedur, um diesen Zielvektor B zu präparieren mit Quantencomputer. Ja, was Sie dann machen müssen, ist, na, Sie müssen die Eingabedaten natürlich erstmal im Quantenzustand aufbauen im Quantencomputer. Wie macht man das? Na gut, da muss man sich erstmal überlegen, wie kriege ich so Datenpunkte rein, Mengen von Vektoren, Matrizen und so weiter. Und was man dann machen muss, ist, man muss sich halt überlegen, abhängig von den verschiedenen Daten, hat er jetzt was nicht gemacht? Ja, also ich versuche es nochmal. Dann müssen Sie abhängig von den verschiedenen Daten, müssen Sie dann so Quantenschaltkreise generieren. Ja, und wie macht man das? Naja, man muss sich so ein klassisches Preprocessing, wie unten sehen, ausdenken. Und dieses klassische Preprocessing, das muss datenabhängig sich überlegen, wie denn so ein Vektor in dem Beispiel aufgebaut wird. Ich habe Ihnen hier mal gezeigt, das sogenannte Tensorprodukt in Encoding für die State Preparation und darunter ist der Schaltkreis zu denen. Und diesen Schaltkreis müssen Sie dann umsetzen, zum Beispiel in OpenCASM ist so ein Quantenassembler. Und diesen Schaltkreis vorschalten vor den eigentlichen Schaltkreis, der den HAL-Algorithmus darstellt. Der baut jetzt den Zustand B auf und der Algorithmus kann dann laufen. Wenn dann abgelaufen ist, ja, dann müssen natürlich das Ergebnis rauslesen aus dem Quantencomputer. Rauslesen bedeutet aber, naja, man misst so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und hier ist jetzt die gemessene Wahrscheinlichkeitsverteilung drin. Die ist aber fehlerhaft, weil Messen dauert sehr lange, wird dann auch durch Dekohärenz einfach beeinflusst. Ja, und jetzt müssen Sie die gemessene, die wahre schwarze Verteilung von der gemessenen grauen irgendwie auseinanderhalten. Sie müssen also den Fehler bereinigen. Und dann bleibt eigentlich über hoffentlich die echte Verteilung, die rauskommen sollte. Ja, und das nennt man eben Error Mitigation. Und die Technik, die ich angedeutet habe, die heißt aber einfach Entfaltungstechnik. Und dieses ist natürlich wieder ein klassisches Preprocessing. Sie müssen also das Gemessene wieder klassisch wieder aufbereiten. Und das macht man, indem man wieder so eine Matrix C da haben muss. Und diese Matrix C hat Spalten. Und diese Spalten muss man vorab auch wieder durch Quantenschaltkreise ausrechnen. Auch da macht man wieder eine Mischung aus klassischem und Quantencomputing hier. Das heißt also, insgesamt sieht so ein Quantenalgorithmus so aus: Ich mache so ein klassisches Preprocessing, um State Preparation zu machen. Dann läuft der eigentliche Algorithmus, die eigentliche Invention. Dann muss ich messen und das Messen muss ich dann durch ein klassisches Postprocessing auch wieder bereinigen. Und das ist nur der einfache Fall. Ich habe das jetzt hier mal als so ein Workflow bewusst dargestellt.
Ja, die einzelnen Knoten in dem Graphen sind die Schritte, die ausgeführt werden müssen. Wenn oben rechts an so einem Schritt so ein Hammer steht, ist das eine klassische Task. Und wenn so ein Atömchen da oben steht, ist das, was für ein Quantencomputer läuft. Und Sie sehen also, so eigentlich so ein Workflow laufen. Der State Preparation Circuit muss erzeugt werden. Dann muss der vorgeklebt werden an den Circuit des eigentlichen Algorithmus. Dann muss der Algorithmus ausgeführt werden. Ich muss das Unfolding machen und dann muss das Resultat an den Benutzer weitergegeben werden. Und das hier unten, Create State Preparation, ist wieder ein eigentlichen Unterworkflow, angedeutet durch das Zahnrad. Da müssen die Daten irgendwo rausgeholt werden, die ich jetzt aufbereiten soll. Da müssen die Daten normiert werden. Länge 1 ist ein Zustand im Quantencomputer, hat ja immer die Länge 1. Dann muss ich diesen Circuit eben aufbauen und dann muss ich den in den Quantenassembler irgendwie aufbauen. Also alles nicht so einfach. Ja, und dann dieses Unfolding läuft eben. Ich muss diese Kalibrierungsmatrix C einfach ablaufen lassen, um die zu bestimmen. Die Matrix muss ich aufbauen, die muss ich invertieren und dann muss ich irgendwie die Matrix invertieren und ablaufen lassen. Auch das ist wieder nicht trivial. Und insgesamt habe ich hier mal was mitgebracht, was ein Use Case aus einem Teil eines Use Cases, ein Workflow von ein Teil Workflow eines Use Cases ist im Bereich quantenmaschinelles Lernen. Einige Sachen sind ja ausgelassen. Ich will nur den Punkt machen. Sie müssen also die Daten vorbereiten und wir sehen dann links die Blase. Die Daten müssen geholt werden. Sie müssen dann irgendwie so eine Distanzmatrix ausrechnen, denn viele Daten sind textliche Daten, nicht numerische Daten, während maschinelle Lernalgorithmen meist numerische Daten annehmen. Dann müssen so eine Einbettung mit MDS ausrechnen. Dann passiert das eigentliche Feature Engineering. Sie müssen die Features reduzieren, was wir hier anwenden. Ist PCA, Principal Component Analyse, und da sehen Sie in der Mitte, wendet man den VQE-Algorithmus an. Dann taucht man unten in der unteren Blase eigentlich das eigentliche Clustern rein. Das verwenden wir einfach den berühmten Quaber-Algorithmus. Da muss man bestimmte Kosten-Hamiltonien berechnen und dann wird der eigentliche Quaber-Algorithmus ablaufen gelassen. Und wie gesagt, das ist nur ein Teil von dem Workflow, der eigentlich ablaufen muss. Ja, und Sie sehen hier, der VQE ist natürlich auch wieder so, da muss der Status vorbereitet werden und so weiter, den Workflow, den wir gerade schon gesehen haben. Und Ähnliches gilt auch für Quaver. Und was wir hier jetzt sehen ist, dieser Workflow enthält eine Reihe von Artefakten. Der Hammer zeigt, dass jede Menge klassischer Code in dem Workflow abläuft. Und ab und zu kommt links im Bild so Quantencircuits, die ausgeführt werden. Sie brauchen Daten durch die Töpfchen gezeigt, sie brauchen Unterworkflows und sie brauchen rechts gezeigt so eine komische Struktur, das nennt man die Topologie. Sie müssen nämlich zeigen, wie diese Artefakte zusammenhängen, damit die dann deployed werden können, einsatzbereit gemacht werden können. Das Ganze packt man in ein Archivformat rein. Sie können sich das genauso gut vorstellen wie eine App, die Sie aus dem App Store laden. Und da nimmt man so einen Standard. Also der Standard heißt Tosca, ein OASIS-Standard, und der definiert so ein Archivformat CISA. Und weil das CISA erweitert werden muss, nennen wir das einfach mal frech ein Quantum Application Archive. Und solche, das sind Artefakte, die man hinterher auch tatsächlich verkaufen kann oder in den Store rein machen kann, die raus runterladen kann. Das heißt also, um eine Quantenanwendung in der Praxis tatsächlich zu bauen, brauchen Sie eine Workflow-Maschine, die die Workflows ausführt, und Sie brauchen so eine Provisionierungsmaschine, die diese Archive, diese Apps versteht, entpackt und dann diese Topologie versteht und die dann in der Infrastruktur aufbaut, sodass dann der ganze Workflow ausgeführt werden kann. Dafür gibt es dann grafische Modellierer, um die Workflows zu modellieren, und grafische Modellierer, um die Topologien zu modellieren. Und dann gibt es eben Middleware, die Workflow Engine und die Provisionierungs Engine, die diese Grafiken, diese Modelle einfach interpretieren kann. Das Ganze kann man dann einbringen in eine Umgebung, zum Beispiel in die Cloud. Dann hat man hier so einen Speicherplatz, wo diese ganzen Quanten-Workflows, diese Quanten-Applications einfach laufen. Und Sie schicken jetzt einfach auf der linken Seite zu sehen, einen Befehl in die Queue des Quantencomputers: Lass doch bitte den Quanten-Workflow laufen. Dazu muss dieser Queue-Controller erkennen, dass es nicht ein einfacher Circuit ist, den er jetzt anstoßen soll, sondern dass das ein ganzer Workflow ist. Dann geht er an die Workflow-Maschine und sagt: Hey, Workflow-Maschine, lass doch diesen Workflow ablaufen. Und die Workflow-Maschine nimmt dann den Workflow und navigiert durch diese Grafik einfach durch, so wie Sie das von vielen Workflows einfach kennen.
Und dann wird einfach die klassischen Schritte werden zum Beispiel in der Cloud ausgeführt und die Quantenschritte werden ausgeführt auf den einzelnen QPUs. Das Ganze haben wir Prototype mit der IBM-Quantengruppe in den USA. Wir haben als Workflow-Maschine die BPN-Maschine genommen und als Provisionierungsmaschine eine Maschine, die wir mal im Institut gebaut haben, OpenTosca. Das Ganze läuft in der IBM Cloud. Und wenn dann jetzt so ein Request einfach in die Umgebung reinkommt, wird der Workflow einfach gestartet. Vorab wurde er schon durch OpenTosca provisioniert in der IBM Cloud. Dann läuft der Workflow ab, ruft dann direkt Circuits in IBM Q aus oder natürlich können wir auch aufrufen Algorithmen, die in Qiskit durch Python einfach beschrieben sind. Manche Leute mögen Workflows nicht, warum verstehe ich nicht. Wir haben das jetzt mit einer ganz modernen Technologie gemacht. Der weitere Prototyp ist dann entstanden mit einer Firma WSO2. Die bauen etwas, was Low-Code heißt. Low-Code ist etwas, was im Software-Engineering das Neueste ist. Die Industrie fährt da total drauf ab. Low-Code bedeutet, ist noch einfacher als Workflow, grafisches Tool. Low-Code heißt, dass Nicht-IT-Spezialisten, Anwendungsleute unmittelbar programmieren können. Das geht runter bis No-Code, dass man einfach nur ganz grob die Anwendung beschreibt. Und wir haben auch hier einfach die Low-Code-Plattform so angepasst, dass man so Quantenanwendungen mit dieser Low-Code-grafischen Umgebung beschreiben kann. Und die wird dann, wie gerade dargestellt, tatsächlich ausgeführt. Dass Workflows kommen werden, sieht man hier. Einfach hier ist die Roadmap, die ich einfach aus dem Internet von IBM rausgeholt habe. Gestern haben die das noch weitergehend angekündigt, was Sie hier eben sehen. Auch IBM sagt, hey, du brauchst in Zukunft Workflows und IBM selber liefert so eine Workflow-Integration 2023, also in gut einem Jahr, damit sie solche Anwendungen dann in der Umgebung bauen können. Und das Ganze ist eine neue Runtime. IBM hat ja eine eigene Runtime, Qiskit Runtime, wie man hybride Algorithmen, variationelle Algorithmen mit hoher Performance, IBM spricht mittlerweile von CLOPS, Circuit Level Operations per Second, also mit hoher Geschwindigkeit ablaufen lassen können, damit man nicht immer die Queue gehen muss. Und IBMs Vision ist da, dass man für verschiedene Probleme unterschiedliche Runtimes hat. Und eine Runtime ist eben so, wie ich Ihnen gerade dargestellt habe, so eine Workflow-Umgebung für langlaufende Workflows, denn viele Quantenanwendungen laufen nicht nur ein paar Minütchen, sondern die laufen Stunden. Und da braucht man dann Technologie, die fehlerunanfällig ist. Das heißt, wenn das Ding abstürzt, setzt der Workflow da auf, wo er aufgehört hatte. Solche Pre-Built-Runtimes sieht IBM eben auch dort vor. Als Conclusio ist, ich habe versucht, Ihnen darzustellen in aller Schnelle, dass echte Quantenanwendungen immer hybride sind, immer Mischung von klassischem Code und Quantencode, sogar unschuldige in Anführungszeichen, also Algorithmen, die wir alle als Quantenalgorithmen bezeichnen würden, nämlich Shor, verwendet natürlich auch schon klassische Anteile. Shor macht ja so ein bisschen Quantenfourier-Transformation, da bestimmt man eine Periode von seiner zahlentheoretischen Funktion. Und danach aber macht man klassisch, muss man Kettenbruchanalyse machen. Das heißt, dieser Algorithmus, den die meisten von uns sagen würden, das ist doch der Quantenalgorithmus, ist hybride, der kann gar nicht ohne klassischen Code funktionieren. Und solche hybriden Anwendungen verlangen etwas, was man in der Industrie sehr gerne Orchestrierung nennt, nämlich einmal Orchestrierung der Reihenfolge der Schritte, die in dem Workflow ausgeführt werden, und einfach Orchestrierung im Sinne von, die Anwendung muss erstmal deployed werden. Alle Artefakte zusammen müssen in der Cloud eingebracht werden oder on-premise eingebracht werden, um dort dann ausführbar zu sein. Ich habe Ihnen dann versucht zu zeigen, dass das einen neuen Markt öffnet, dass man diese Quantenanwendungen dann in eine Art Marktplatz reinstellen kann. In dem Projekt Planck, was ich kurz erwähnt habe, was ich als wissenschaftlicher Leiter betreue, machen wir das. Wir bauen so einen Marktplatz auf und stellen dann solche Archive da rein, die Sie dann über die Planck-Plattform ablaufen lassen können. Und in Zukunft verspricht man sich da wie so ein App Store, eben, dass man das gegen Geld einfach da auch dann noch kaufen kann. Und die Quantenanwendungen können in der Cloud provisioniert werden, wie wir gezeigt haben. Natürlich auch on-premise können die bei Ihnen im Rechenzentrum deployed werden und können dann von dort aus auf die Quantenumgebung zugreifen. Oder Sie können natürlich Mix und Matchen. Sie können Teil des Workflows in der Cloud laufen, Teil des Workflows bei Ihnen, insbesondere wenn Sie geheime Daten haben, die Sie erst encodieren wollen und die dann einfach in die Cloud schicken wollen. Sowas kann man damit machen. Und ich versuche Ihnen damit klarzumachen, viele von Ihnen aus der Industrie wissen,
viele Probleme in der Anwendung sind reine Integrationsprobleme. Es gibt Integrationstechniken und ich habe versucht, den darzustellen, dass Quantenanwendungen eigentlich auch ein Integrationsproblem sind. Sie müssen verschiedene Arten von klassischem Code integrieren mit Quantencode. Das beendet meinen Teil.